Ja, also erstmal vielen Dank für die große Resonanz eines Videos, was ich rausgebracht habe. Und zwar bezüglich der Ladesituation, wie das sich in den letzten 3 Jahren, die ich ja jetzt praktisch hier unterwegs bin, geändert hat. Zumindest so, wie mein Eindruck gewesen ist. Und ich muss ganz ehrlich sagen, der Eindruck, den ich jetzt so bekommen habe, den haben auch viele bestätigt, also dass auch in ihren Orten, da wo sie wohnen oder auch um sie herum, zwar schon viele Schnelllader vielleicht dazugekommen sind, aber natürlich auch noch viel zu wenig, aber auch im Ort an sich entweder gar nichts war oder nichts dazugekommen ist oder vielleicht ein bisschen. Aber die grundsätzliche Resonanz, wenn man jetzt zu Hause nicht laden kann, schrieb einer, wenn ich zu Hause nicht laden könnte, dann hätte ich einen Tesla oder... Wenn ich, also die meisten haben gesagt, man muss irgendwie zu Hause laden können, sonst wird es schon unter Umständen eben ein bisschen unangenehm. Also wenn man da nicht ein bisschen freakig drauf ist und so die totalen Lust dazu hat, und dann kann es unter Umständen eben ja schwierig werden oder stressig werden. Wenn man zum Beispiel, viele haben geschrieben, sie konnten auf der Arbeit laden und so weiter. Und wenn sie das nicht könnten, dann würden sie es auch nicht machen. Also die Resonanz war da doch recht groß, also vielen Dank erstmal für die Kommentare, und haben doch so ein bisschen widergespiegelt, wie auch meine Gedankengänge da sind. Und ich denke, ein ganz großer Grund ist vielleicht ja auch noch, also einer hat auch geschrieben, erinnere ich mich jetzt auch noch, das fand ich auch super, wenn ich das vorweg vielleicht jetzt an diesem Video, bevor wir natürlich auch dann auf den Punkt kommen, noch sagen darf. Und zwar hat einer geschrieben, ich erinnere mich jetzt, der hat gesagt, naja, da gehst du in den Laden, ne, da steht dann da, ich sag mal, ein Skoda Enyaq oder sowas für 40.000, meine ich, hat er geschrieben, und halt, oder vielleicht für, nee, für 60.000 so ein Skoda Enyaq, ja eben, 60.000 hat er, glaube ich, geschrieben. Und dann bist du natürlich als Familienvater, da schluckst du dann erstmal, und zwar kräftig, ne? Und dann steht dann halt der Verbrenner daneben, so hat er geschrieben, dann für 30, 35, und dann nimmt er den Verbrenner. Logisch, und das ist natürlich immer noch so ein Punkt, den man auch gut verstehen kann. Des Weiteren hatte er geschrieben, glaube ich, mich erinnern zu können, dass es nicht nur dieser unglaubliche Preisunterschied ist, sondern dass sich halt auch viele nicht dafür interessieren. Also nach wie vor das Interesse auch. Also man könnte ja jetzt auch weiter recherchieren und würde jetzt eben, so hat er geschrieben, man könnte weiter recherchieren und würde bestimmt irgendwas Adäquates finden. Ich sag mal, gerade das Model Y oder auch andere Autos sind ja nicht so teuer, die auch für Familien geeignet sind. Da kann man bestimmt was finden, aber da ist einfach auch so der Wille auch nicht so richtig da, und da mal ein bisschen weiter zu gucken und eben auch eine gewisse Skepsis eben noch, ja. Und ein Punkt ist eben auch, und den könnte man vielleicht jetzt auch im Zusammenhang mit diesem Video hier vielleicht mal ein bisschen zusammen sehen, der Zusammenhang, dass eben viele auch natürlich Angst haben, vielleicht so der Akku geht kaputt, ne. Da war auch in der Presse stand jetzt wieder drin, Tesla-Fahrer musste 25.000 Euro in den Akku austauschen. 25.000 ist natürlich der Super-GAU. Ich meine, gut, das ist Herzstück hier, ne, in so einem Auto, klar. Aber es gibt halt auch extrem lange Garantie hier drauf. 8 Jahre oder 160.000 Kilometer. Kommt drauf an, was zuerst eintritt. Und das machen die anderen Hersteller ja auch. Oder vielleicht auch noch mehr Kilometer. Beim Long Range sind es, glaube ich, 192.000 Kilometer. Lange Rede, kurzer Sinn. Es gibt eine große Garantie auf den Akku. Erstmal, ganz klar. Und weil ja viele noch davor Angst haben, auch skeptisch sind natürlich, klar. Aber viele vergleichen vielleicht eben auch den Handy-Akku, den sie vielleicht in ihrem Handy haben, auch mit dem Akku dann vielleicht hier in dem Auto. Und die Frage ist, wie groß sind diese Unterschiede eben von Handy-Akku und hier zu so einem Auto-Akku, also so einem Elektroauto-Akku? Sind da große Unterschiede? Kann man das vergleichen? Und gehen die jetzt vielleicht genauso schnell kaputt? Also ein schönes Beispiel ist hier, ich habe hier ein iPhone 8 in der Hand, Plus. Das ist von, das ist 5 Jahre alt. Können wir uns gleich mal anschauen. War 4 Jahre lang, würde ich mal sagen, so das letzte Jahr jetzt nicht mehr, aber gute vier Jahre lang auf 80%. Also die ersten Jahre natürlich nicht, dann ne, 90% und so weiter, geht dann runter. Aber dann so, sagen wir mal, die letzten Jahre, also ich würde mal sagen, so ab dem 3. und 4. Jahr war es auf 80% die ganze Zeit. Und jetzt ist es nach 4 Jahren, 4,5 Jahren, jetzt sind wir bei 5 Jahren, ist es auf 76% runtergestolpert, so ganz plötzlich. Und das war eine interessante Situation. Wir hatten eben, hatte ich das Handy hier, zeige ich euch gleich, auf 76% hatten wir das geladen. Und meine Frau hat ein bisschen im Internet rumgesurft, nur ein bisschen. Und plötzlich waren es nur noch 36. Also direkt ein super Drop von 76 auf 36. Das heißt, man sagt ja auch, wenn der Akku unter 80% ist, kannst du praktisch in die Tonne treten. Ne?
da tut sich nichts mehr. Das heißt also, normalerweise verharren die dann eine Ewigkeit auf 80%, bis sie dann unter 80 gehen. Aber lange Rede, kurzer Sinn, wenn sie dann unter 80 sind, dann könnte es kritisch werden. Und das hat man hier bei diesem Akku, bei diesem Handy eben wirklich gut gesehen. Da ist die Kapazität doch stark eingeschränkter. Ja, sind so Akkus gleich? Grundsätzlich sind sie erstmal gleich vom Handy und auch vom Auto, ganz klar. Wenn man jetzt mal den LFP-Akku mal außen vor nimmt und den NMC-Akku vielleicht mal erstmal noch nimmt. Aber grundsätzlich sind die Akkus erstmal gleich. Sind Lithium-Ionen-Akkus, ganz normal. Man muss allerdings sagen, dass bei einem Handy-Akku im Prinzip versucht wird, von den Herstellern die Dichte sehr hoch zu halten. Das heißt, man versucht, die Handy-Akkus so dicht an Energie zu packen, dass die im Prinzip darunter leiden. Und durch dieses Leiden und durch diese hohe Spannung, die man dann da auch bekommt in so Handy-Akkus sozusagen, also durch diese hohe Dichte und die Spannung und dieses Geballte, und dann achtet man vielleicht auch nicht darauf, lädt oft auch bis 100% auf, was man ja nicht machen sollte, also bei den Akkus jetzt, ich rede nicht von LFP-Akkus. Und dann ist es halt so, dass dann die Akkus natürlich auch schnell, unter Umständen etwas schneller degradieren. Ich kann mich daran erinnern, es gab einen Kommentar, der gesagt hat, ich habe immer darauf aufgepasst, Jörg, ich habe immer bei 80% rausgezogen, mein Handy, und mein Handy ist jetzt 4 oder 5 Jahre alt, hat er gesagt, und ich bin immer noch bei, was weiß ich, bei, keine Ahnung, 85% oder 87% hatte der immer noch. Weil er darauf aufgepasst hat, wie er geladen hat. Also nicht immer ganz voll, nicht immer ganz leer, also irgendwo im Mittelfeld. Das hat wohl ganz gut geklappt mit dem Handy. Gibt mir wohl auch mittlerweile Handys, habe ich gehört, bei Samsung oder sowas gibt es das wohl schon, dass man da auch Limits einstellen kann oben und so weiter. Das gibt es wohl schon. Aber wo will ich darauf hinaus? Also beim Handy-Akku ist es, also bei den Herstellern der Handys, ist es wohl gewollt, eben das, beziehungsweise es wird es gewollt, dass sie sozusagen eine hohe Leistung, also das ist ja praktisch eine hohe Leistung in dem Handy. Das heißt, ich habe da eine Zelle und diese Zelle, diese eine Zelle sozusagen, ist ja keine Batterie, ist ja im Prinzip eine Zelle. Und diese Zelle hat eine hohe Energiedichte und dadurch, dass es eine hohe Energiedichte hat, leidet die. Und dadurch ist die Degradation stärker. Das heißt, die Chemie ist hier bei so einem Auto schon mal deutlich anders. Das heißt, die Chemie hier in diesem Auto ist anders. Das heißt, die Energiedichte ist nicht so hoch wie bei so einem Handy-Akku. Um das jetzt mal einfach auszudrücken. Das bedeutet, es ist schon irgendwo gleich, aber es wird von den Herstellern auch akzeptiert, dass so ein Handy-Akku nach 3 oder 4 Jahren irgendwo die Grätsche macht. Also mit dem Handy, mit dem ich gerade aufnehme, das ist jetzt 2 Jahre alt. 2 Jahre? Es ist aus 19. Halt, Vorsicht, es ist 3 Jahre alt. Und ich habe noch 91%. Ich habe natürlich beim Laden ein bisschen aufgepasst, aber trotzdem 91. Das geht jetzt irgendwann runter auf 80 dann. Und dann wird das wahrscheinlich das gleiche passieren wie bei dem Handy irgendwann. Dass wir dann irgendwann auf 80 sind bei 5 Jahren und dann stürzen wir wahrscheinlich irgendwann unter die 80 runter. Dann gibt es entweder einen neuen Akku oder nicht. Das heißt, es ist von den Herstellern so gewollt. Das heißt, es werden wahrscheinlich viele auch da draußen erleben, dass es vielleicht sogar vorher passiert, dass der Akku eben nicht mehr so diese vollen Funktionen hat. Also nach 3, 4 Jahren brechen die dann irgendwann, gehen die in die Knie, nach 5 Jahren. Und viele suggerieren dann vielleicht, ey, das könnte beim Auto vielleicht genauso sein. Aber da möchte ich jetzt in diesem Video mal genau hinschauen, weil es gibt ja da ganz große Unterschiede. Man darf hier eins nicht vergessen, wenn ich hier bei so einem Handy so eine Zelle, ich sag mal, ein Handy lade ich jeden Tag auf. Und wenn ich ein Handy jeden Tag auflade, dann bedeutet das, ich lade das im Jahr 365 Mal auf. Und wenn ich das jetzt praktisch 5 mal 365 Mal aufgeladen habe, dann wären das rein theoretisch, ich habe das mal ausgerechnet hier, 1825 Ladezyklen. Das heißt, ich habe dieses Handy, also dieses hier, 1825 Mal aufgeladen. Also von 0 auf 100% ist ein Ladezyklus. Oder 10 mal 10%, also 10 kleine Hübe wären dann eben auch 100%. Das wäre dann auch ein Ladezyklus, also immer von 0 bis 100% ein Ladezyklus. Also aufladen, entladen ist klar. Also das wäre dann praktisch ein Ladezyklus. Das wären hier 1825 Mal, weil ich ja jeden Tag ein Handy im Schnitt, sage ich mal, auflade. So, die große Frage ist jetzt, wie weit wäre so ein Handy gefahren? Und das habe ich mal ausgerechnet. Wenn wir also jetzt mal davon ausgehen, dass wir das Handy jeden Tag laden, dann wären wir bei 1825 Ladezyklen und wir hätten, ich bin jetzt bei 76%, das heißt von 0 bis 100%, also ist geladen nochmal so ein Zyklus, für die alle, die das nicht wissen. Und dann bin ich mal von 300 Kilometer ausgegangen.
Also angenommen, so ein Auto hat ja eine Reichweite von 300 Kilometer. Und also wenn jetzt praktisch dieser Akku hier nach 5 Jahren ja die Grätsche macht, wäre dieser Akku sozusagen im übertragenen Sinne 547.500 Kilometer gefahren. Das muss man sich mal vorstellen. Ja, also angenommen, wir nehmen hier vielleicht mal 200 Kilometer, dann wäre das ein bisschen weniger. Ich kann ja mal gucken, ob ich es gerade rechnen kann. Gucken wir mal ganz kurz. 1825 mal 200. Das ist 365.000. Also angenommen, wir hätten jetzt hier 200 genommen, dann hätten wir 365.000 Kilometer hier stehen. Also wenn jemand jetzt sagt, und vergleicht jetzt mal, was wir ja nicht machen können, weil die Chemie in diesen Zellen vom Auto schon nochmal eine andere natürlich ist, habe ich ja gerade gesagt. Und jemand hat Schiss und sagt, hey, das ist wie beim Handy und so, ne? Nach 5 Jahren macht das da irgendwie die Grätsche, brauche ich einen neuen Akku. Dann bist du aber rein theoretisch, wenn man davon ausgehen, dass so ein schlechter Akku, jetzt gehen wir mal von dem Temperaturmanagement, von warm und kalt und all diesen Dingen, davon reden wir jetzt gar nicht. Wenn wir davon mal ausgehen, wäre das Handy jetzt rein theoretisch mindestens mal über 300.000 Kilometer gefahren. Ich habe bis jetzt noch nie ein Auto gehabt, was ich so lange gefahren bin, wenn ich ehrlich bin. Und jetzt kommt ja noch was anderes dazu. Das vergessen ja auch dann die Leute, die vielleicht skeptisch sind, die vielleicht sagen, ey, so ein E-Auto-Akku hält nur so lange wie ein Handy-Akku. Dann darf man hier eins nicht vergessen. Ein Handy lade ich jeden Tag auf. Aber ein E-Auto, wo ja tausende von Zellen drin sind, lade ich ja, also hier zum Beispiel bei mir, ich hatte gerade eben tatsächlich mal geguckt, ich sage, wenn ich heute laden gegangen wäre, ich war das letzte Mal vor 5 Tagen laden. Und ich muss jetzt auch nicht laden. Also wenn ich morgen lade, sind 6 Tage. Also ich lade dann vielleicht einmal in der Woche. Einmal in der Woche. Das sind also im Jahr, lass es im Jahr von mir aus mal 50 Mal sein oder so. Nur mal angenommen. Ja, 50 Mal. Wir können ja mal gucken, lass es doch mal schauen, wie viele Ladezyklen ich schon habe. Bei gefahrenen, lass mal gucken. Ich bin jetzt gefahren, wo steht's? Knapp 6000 Kilometer. Ich bin 6000 Kilometer gefahren. Und wie viele Zyklen habe ich dafür gebraucht? Können wir mal gucken. Also, da ist meine 6000 Kilometer. Und jetzt gucken wir mal, wie viele Zyklen. Können wir mal gucken. So, hier stehen jetzt meine Zyklen. Meine Charge Cycles. 26,5 Zyklen. Die habe ich bis jetzt erst gebraucht. Das heißt, wir rechnen mal. Was haben wir jetzt hier? 5.929 geteilt durch 26,5. Das ist ungefähr 223,7358. Das heißt, ich bin mit einem Zyklus 223 Kilometer gekommen. Also wir haben ja eben ja auch mal mit 200 Kilometer gerechnet, habt ihr ja gesehen. Da waren wir dann so bei 365.000 oder sowas. So, das heißt, ich bin jetzt hier erst 26,5 Zyklen gefahren. Was wir auch mal rechnen können, ich habe ja einen 60 Kilowattstunden Akku, ne? Wir können ja mal 26,5 können wir jetzt einfach mal nebenher machen. 26,5 mal 60 Kilowattstunden, das ist ja der ganze Akku, müsste eigentlich die gesamt geladenen Kilowattstunden sein, die ich überhaupt gesamt geladen habe. Also nochmal, von 0 bis 100% ist einmal aufgeladen, also sagen wir mal 60 Kilowattstunden ist einmal. Das heißt, 26,5 mal 60 Kilowattstunden müsste eigentlich die totale Lade geben. Können wir mal gucken. Also wir rechnen mal. 26,5 mal 60. Das ist 1590. 1590 Kilowattstunden. Gucken wir mal, ob das stimmt. 1590 Kilowattstunden. Und wenn ihr oben guckt, hier steht Charge total 1590. Jetzt steht hier 1580. Tja, Leute, da kann ich doch nochmal ganz ehrlich sagen. Die 10 Kilowattstunden, die schlucken wir jetzt mal runter. Das ist jetzt mal, geht jetzt mal unter Wärmeverlust, ne? Oder was weiß ich was. Nee, Quatsch. Aber ich sag mal, da sind wir aber ganz dicht dran. So, und ich habe jetzt für 6000 Kilometer erst 26,5 mal diesen Akku geladen. Also die Zelle 26,5 mal habe ich das erst gemacht. Also das bedeutet,
lass mich mal rechnen, ich fahre 25.000 Kilometer, sagen wir mal, pro Jahr. Sagen wir mal 30.000. Jetzt haben wir 6.000 schon gefahren. Das heißt, wenn ich 30.000 fahre, sind 5 mal 6.000, sind 30.000. 5 mal 25 sind 125 Zyklen. Lass es 130 Zyklen, lass es 150 Zyklen sein, die ich pro Jahr brauche. Pro Jahr 150 Zyklen. Das muss man sich mal vorstellen, bei 30.000 Kilometern. Und jetzt gehen wir mal davon aus, wir hatten eben 1.800 Zyklen bei dem Handy. Gehen wir mal von 1.500 Zyklen aus. 1.500 Zyklen und 150 Zyklen, das passt doch gut. Das wären 150 Ladezyklen pro Jahr. Und eben hatten wir bei dem Handy 1.500. Das heißt, 10. Das rede ich. 10 mal 150 sind 1.500. Also 10 mal das Ganze. 10 mal natürlich diese 30.000 Kilometer. Das sind 300.000 Kilometer. Dann hätte ich auch die 1.500 Ladezyklen. Genau wie mit dem Handy auch. Nach 10 Jahren allerdings. Das ist der große Unterschied, ne? Nach 10 Jahren. Hier sind es ja schon 5 Jahre. Genau, nach 10 Jahren. Weil ich eben nicht so oft aufladen muss. Rein theoretisch, nach 10 Jahren. Ja, oder? Mache ich da jetzt einen Fehler? Überlegen mal zusammen. Ja, also so grundsätzlich haben wir uns da nicht verrechnet. Jetzt bin ich natürlich auch einer mit 30.000 Kilometer, der relativ viel fährt, sage ich jetzt mal. Und wenn jetzt jemand aber vielleicht nur 20.000 Kilometer fährt, dann ist es halt so, dass ich eben hier so einen gewaltigen Akku nicht so oft laden muss sozusagen. Das heißt, ich lade ihn nicht täglich, sondern eben rein theoretisch vielleicht nur einmal in der Woche. Und dadurch ist es eben so, dass die Ladezyklen viel, viel weniger sind auf einen längeren Zeitraum. Das heißt, ich komme vielleicht, wenn ich jetzt hier wie gesagt, alle 5 Tage mal laden muss oder sowas, dann ist es natürlich, gut, lass es vielleicht alle, also dreimal beim Handy, im Vergleich zum Handy-Akku vielleicht jetzt dreimal, dann könnte man also diese 5 Jahre, die wir hatten, mal 3, dann sind wir vielleicht bei 15 Jahren, lassen wir mal so sagen, dass wir vielleicht irgendwo so bei 10 bis 15 Jahren irgendwo da sind, wo wir im Handy-Akku vielleicht noch 5 Jahren sind. Aber ich würde vielleicht damals schon, ja, gut, aber auf jeden Fall nicht so früh wie bei einem Handy-Akku, weil der doch deutlich stärker leidet. Also leidet eher, also einmal durch diese hohe Energiedichte, das heißt, die Chemie ist alles ein bisschen anders. Dann wird natürlich auch mit dem Batteriemanagementsystem hier super auf den Akku aufgepasst, auf die Zellen. Und es ist halt nicht so, dass ich das also ständig immer aufladen muss, ne? Sondern, also es wäre zwar günstig, habe ich ja gesagt, so Zwischenhübe sind immer gut. Zumindest bei den NMC-Akkus, gut, Lithium-Eisenphosphat ist ja so eine Sache. Da, aber wobei ich da denke, wie gesagt, ich bin ja gerade in dieser Phase, wo ich das auch mache, also das ist in diesem Mittelfeld zu laden und zu gucken, was passiert da eben und stresst den Akku dann eben auch nicht unnötig da oben und unten, okay, aber es ist halt wieder nochmal eine ganz andere Nummer, so ein LFP-Akku, aber grundsätzlich, ich denke mal, das soll jetzt die Quintessenz vielleicht auch sein, dass die Angst von Leuten, die jetzt hier also praktisch ein Handy-Akku sehen, wie der dann vielleicht nach einer gewissen Zeit schon platt ist und die Grätsche macht, dass man das auf so einem Auto einfach nicht übertragen kann, ja, auf so ein E-Auto. Das heißt, das einmal hat man eine super lange Garantie, dann ist es halt so, dass die Chemie halt ganz andere ist, dass der Akku einfach, wie gesagt, dass man diese Ladezyklen halt nicht täglich hat, sondern eben vielleicht eben nur 3 oder alle 4 oder 5 Tage, dann wäre das im Prinzip, wenn das hier bei dem Akku eben hier 5 Jahre sind, dann sind das dann vielleicht 25 Jahre oder 20 Jahre oder 15 Jahre. Das heißt, so ein E-Auto-Akku wird viel, viel, viel länger halten. Und man kann den dann vielleicht auch gegen einen Pfand irgendwo abgeben mal in Zukunft. Das wissen wir noch gar nicht. Und können den dann vielleicht mit 70% immer noch an der Heimstation oder hier in so einem Hausspeicher vielleicht irgendwie dann doch noch mit benutzen oder so. Ist vielleicht möglich, ja. Das wissen wir jetzt noch gar nicht. Oder geht als Pfand in das Recyceln rein. Das heißt, du gibst ihn ab. Er wird dann recycelt und in dem Recycling kriegst du dann Geld. Also da sollte man keine Angst vor haben. Also diese Akkus sind wirklich sehr, sehr langlebig und es gibt ja viele, die, also einen habe ich jetzt gesehen, hat den Akku 5 Jahre und hat den 500.000 Kilometer gefahren und ist jetzt bei 80%. Aber hat halt auch schon 500.000 Kilometer gefahren. Da liegen natürlich schon einige Zyklen drauf, das ist ganz klar.
Aber es ist dann halt so, der ist halt auch viel gefahren, derjenige, ja. Und ja, also ich wollte ein bisschen die Angst nehmen für alle die, die jetzt vielleicht beim Umsteigen noch Probleme haben. Also der Akku wird es nicht sein. Und ich denke mir mal, wenn er dann kaputt geht, dann lässt er sich dann eben vielleicht auch nach 10 Jahren eben, oder wenn er dann so schwach ist und man ist viel gefahren, dann muss man den halt austauschen, genau wie ein Motor oder irgendwas auch, vielleicht mal beim Verbrenner, müsste man halt den Akku austauschen für, vielleicht sind die dann, ich sag mal, in so vielen Jahren sind die auch, die Akkupreise gehen ja nach unten. Ich könnte mir gut vorstellen, dass so ein Akku-Pack dann so ein komplettes vielleicht 5.000, 6.000 Euro kostet, aber dann hat man halt auch wieder ein ganz neues, ne? Ich meine mich erinnern zu können, hier bei so einem Tesla Model 3, glaube ich, kostet das gesamte Paket, vielleicht weiß es einer von euch, ich würde jetzt mal schätzen zwischen 8.000 und 12.000 Euro, 8.000 Euro vielleicht, so ein ganzes Paket, könnt ihr mal in die Kommentare schreiben. Gut, aber wenn man dann halt auch paar hunderttausend Kilometer gefahren ist, dann hast du halt auch wieder irgendwo ein neues Auto, ne? In Anführungsstriche. Okay, ja, das soll es gewesen sein und der Jörg hier aus Darmstadt, vielen Dank fürs Zuschauen. Ja, so für die Extended Version Schauer unter euch. Wir gehen jetzt mal in Batterie rein. Das kann man hier bei so einem iPhone. Batteriezustand und Ladevorgang. Oder Ladezustand, ich weiß gar nicht, was da jetzt stand. Und hier sieht man dann die maximale Kapazität. Und die liegt nur noch bei 76%. Das heißt, eine geringe Kapazität führt möglicherweise zu einer kürzeren Verwendungsdauer zwischen Ladezyklen. Das heißt, man muss dann im Umkehrschluss einfach öfters nachladen. Ja, anders geht's halt nicht mehr, ne? Das iPhone ist jetzt aus 2018, müsste das sein. Also 5 Jahre auf jeden Fall. Und ich habe das halt beobachtet. Und es war eine sehr, sehr, sehr lange Zeit auf 80%. Da ist es wirklich stabil geblieben. Ich weiß nicht, ich glaube 1,5 Jahre lang sogar. Und dann ist es runtergekippt. Und jetzt, wie gesagt, scheint es aus zu sein. Aber jetzt kann man auch ja tauschen für 100 Euro und dann ist alles gut. Und ja, das ist, denke ich, vielleicht mit einem Auto dann eben auch mal möglich. Warum nicht? Und auch billiger dann eben möglich. Ne? Und das ist dann nicht der wirtschaftliche Totalschaden vielleicht für den einen oder anderen dann da draußen. Das ist ja dann der Super-GAU, klar. Oder wenn man aus der Garantie ist, mit über 160.000 Kilometern, dann wäre das natürlich der Super-GAU, klar. Wollen wir mal nicht hoffen. Der Jörg hier aus Darmstadt. Mach's gut. Tschüss.